Hallo bei Inkup Your Pen. Heute möchte ich euch mal wieder einen Vintage-Füllfederhalter aus dem Hause Lamy vorstellen. Habe ich ja schon so den einen oder anderen vorgestellt. Und zwar dreht sich es heute um den Lamy Ratio 46. Ich habe den bei eBay Kleinanzeigen in einem Konvolut bekommen und will euch natürlich den Füllfederhalter beschreiben. Über die Firma Lamy selber braucht man nicht mehr so viel zu sagen. Ihr wisst, Heidelberg. Und ihr findet es auch in meinem anderen oder in meinen anderen Videos. Insofern will ich mich da zurückhalten und will mich auf den Ratio 46 heute beschränken. Nachdem ich euch beschrieben habe, machen wir Maße und Gewicht. Dann machen wir einen Schreibtest. Dann sage ich euch, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Und zum Schluss ziehen wir ein kurzes Resümee. Ich sage euch, was ich bezahlt habe, was ihr anlegen müsst, wie ich ihn jetzt im Netz gefunden habe und ob ich euch eine Kaufempfehlung ausspreche. So sieht er aus, der Lamy Ratio 46. Der wurde ab 1964 bis ca. 1969 gebaut. Es ist sehr wenig über den Ratio 46 zu finden, so wie über viele alte Lamy Füllfederhalter es schwierig ist, etwas herauszufinden. Es ist immer interessant, also mir macht sowas Spaß, da im Internet nach Hinweisen zu suchen. Aber es ist auch immer nicht ganz einfach, weil das wirklich nicht sehr gut dokumentiert ist. Ja, der Füllfederhalter selber besteht aus schwarzem Kunststoff. Es ist ein Kolbenfüllfederhalter, was ich immer sehr schön finde. Und das war auch der Grund, warum ich mir neben anderen Füllfederhaltern das Konvolut gekauft habe. Die silbernen Applikationen, typischer, klassischer, ich muss ja hier ein bisschen schärfer stellen, dass ihr da auch was seht, zack, typischer, klassischer Füllfederhalter mit diesen Applikationen in schwarz-silber gehalten, sehr guter Zustand dafür, dass er von 64 bis ca. 69 hergestellt wurde, finde ich, passt das ganz gut. Hier seht ihr schon, das war früher üblich. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch ein bisschen besser hineinbekommen, dass ihr das hier auch lesen könnt. Lamy Ratio ist hier so eingraviert, sage ich mal, in den Schaft. Und hier oben seht ihr nochmal 46 MK. Diese MK-Feder, die hatten wir schon ein paar Mal hier in meinen Videos. Finde ich immer sehr interessant. Das ist diese kugelige Feder, die dann da eine Rolle spielt und die das Schreiben immer sehr angenehm macht, finde ich, und dem auch ein schönes Gefühl, ein schönes Schreibgefühl verleiht. Ja, so viel zuerst mal zur Beschreibung. Dann werden wir mal aufschrauben und gucken mal, wie viele Umdrehungen wir brauchen, bis der Füllfederhalter offen ist. Ein und eine Viertel Umdrehung und dann können wir die Kappe abnehmen. Schauen wir uns die Kappe nochmal an. Hier seht ihr schon eingraviert, ja, seht es noch nicht, weil ich es nicht richtig, Entschuldigung, richtig hier reingezogen habe. Hier auf dem Clip, Lamy, Clip selber, absolut funktional, hätten wir jetzt von Lamy auch nicht anders erwartet. Kunststoffkappe, können wir nochmal reinleuchten, mit Innenkappe, wie ihr unten seht. Kunststoffgewinde auf Kunststoffgewinde, auch kein Problem. Also alles im grünen Bereich. Abschluss ist mit so einer leichten Spitze hier versehen. Erinnert mich immer so ein bisschen so 20er, 30er Jahre an dieses Design. Finde ich sehr schön, finde ich sehr, sehr ansprechend. Hier am Abschlussband nochmal so ein silbernes Metallteil. Also ich gehe davon aus, dass das auch Metall ist, so wie es sich anfühlt. Auch alles sehr gut verarbeitet, nichts scharfkantig. Ja. Hält noch, glaube ich, ein paar Jahrzehnte, wenn er gut behandelt wird. Dann schauen wir uns den Füllfederhalter selber mal an. Feder nicht gebrandet. Ich habe sie auch hier nicht wirklich ausbauen können. Vielleicht findet man da noch was, aber es ist eine Stahlfeder. M ist ja im Schaft angegeben. Und hier seht ihr so ein leichtes, mal gucken, ob wir das ein bisschen besser, ich muss mal vielleicht mit Licht rangehen, dann kann man es vielleicht da nochmal besser sehen. Oder von unten, mal gucken, ob man es da sieht, das Fenster, ja, hier seht ihr so ein bisschen das Tintenfenster
Ist aber schwer darzustellen. Also hier so ein Tintenfenster, dass ihr hier die Tinte drin seht. Ich habe mich hier für Pelikan 4001 Violett entschieden. Dann der Schaft, klassisch alles in Schwarz. Und hier oben ich sag mal, der Kolbenmechanismus, den bewege ich jetzt nicht, weil schon Tinte drin ist. Also alles in einem Stück, sieht sehr gut aus, finde ich, sehr klassisch. Liegt auch gut in der Hand, ist ein etwas schmalerer Füllfederhalter, so wie die eigentlich alle in dieser Zeit waren. Im Hintergrund hört ihr meine Katze Selma übrigens, die möchte auch einen Beitrag dazu leisten. Ja, so viel zur Beschreibung des Füllfederhalters. Hier hinten der Abschluss auch in Kunststoff gehalten. Also alles in allem ein klassisches Stück aus dem Hause Lamy. So, lass mal hier wieder ein bisschen runter fokussieren. So richtig passt es noch nicht. Moment. Zup, zup, zup. So. Okay. Dann kommen wir gleich zu Maßen und zum Gewicht. Im geschlossenen Zustand, so wie ich ihn jetzt hier halte, misst er 12,5 cm, also absolut normale Dimensionen. Ohne Kappe, so wie ich ihn jetzt hier halte, 11,6. Klingt recht kurz. Aber durch dieses, ich sag mal, ansteigende Griffstück, das wird nach oben hin etwas breiter, hat man den gut in der Hand, kann den wirklich individuell greifen bis hier zum Gewinde. Und insofern wirklich liegt er gut in der Hand. Man kann die Kappe auch aufstecken. Ihr seht, hält bombenfest und mit aufgesteckter Kappe misst er 14 cm. Der ganze Füllfederhalter wiegt, befüllt mit Tinte, 12,3 Gramm, was eindeutig für den überwiegenden Teil in Kunststoff spricht. Und ja, Selma, ich kümmere mich gleich um dich. Und was eindeutig für Kunststoff spricht und natürlich dann in der unteren Gewichtsklasse liegt. Okay, so viel zu Maßen und zum Gewicht. Und nachdem ich mich um Selma gekümmert habe, kommen wir dann zum Schreibtest. Der Schreibtest. Wir haben heute hier den Lamy Ratio 46. Der wurde gebaut von 64 bis 69. Hat eine MK Stahlfeder. Und Tinte ist Pelikan 4001 Violett. Und Papier ist wie immer Clairefontaine. DCP 160 Gramm. Okay, dann könnt ihr jetzt wieder dem Füllfederhalter beim Schreiben zuhören. Ja, ihr habt es vielleicht gehört, ein bisschen Feedback gibt es. Hätte ich mir eigentlich von der MK-Feder ein bisschen weniger Feedback gewünscht. Die habe ich auch schon weicher erlebt. Aber ist völlig in Ordnung. Aber wie gesagt, gerade bei dieser MK, bei dieser kugeligen Feder, da finde ich, ist weniger mehr. Aber alles gut. So, haben wir einen Moment offen gelassen und dann schauen wir mal, ob schnelles Schreiben funktioniert und ob er gleich da ist. Ja, sofort da. Ja, also ihr seht, Tintenfluss kommt jederzeit mit, gibt es kein Problem. Versuchen wir mal verkehrt herum zu schreiben. Verdächtig wenig Feedback, muss ich sagen, klingt sehr gut. Wirkt dann auf der Dauer schon ein bisschen kratzig. Das dürfte dann hier so extra fein sein, schätze ich mal. Okay, aber hält durch, ist auch ganz okay.
aber jetzt nicht meine favorisierte Art zu schreiben. Und schauen wir mal, ob wir ein bisschen Variation hineinbekommen. Ja, schaut mal hier. Ihr seht das schon. Hier kann man ein bisschen was reinbringen. Hier und hier. Das sieht schon sehr gut aus. So eine Stahlfeder ist wirklich sehr schön. Und zum Schluss nochmal Tintenfluss. Auch hervorragend. Ja, so viel zum Schreibtest des Lamy Ratio 46. Und dann sage ich euch als nächstes, was mir gut gefällt und was mir weniger gut gefällt. Was gefällt mir gut? Was gefällt mir weniger gut am Lamy Ratio 46? Also ich finde, er liegt gut in der Hand. Wenn ihr euch das so anschaut mit diesem Griffstück, das nach oben hin etwas kräftiger wird, findet jeder seine Schreibposition. Es ist ein angenehmes Schreiben. Die Feder gibt einiges an Feedback. Es ist eine MK-Feder. Finde, das Schriftbild passt zu einer mittleren Feder. Aber ja, und da sind wir auch schon bei meinem einzigen Kritikpunkt. Ich finde es für eine MK-Feder, die so eine kugeliges Teil an der Spitze hat, finde ich es ein bisschen viel Feedback, weil da kenne ich weichere MK-Federn von Lamy. Insofern, ja, ist Geschmackssache. Es ist jetzt nicht so, dass ich euch vom Kauf abraten würde deswegen, aber es ist schon merkbar, aber das mag natürlich auch im Einzelfall daran liegen. Wir wissen nicht, wer den vorher gehabt hat, wie der behandelt wurde. Das ist bei einem Vintage-Stück immer schwer zu beschreiben. Aber wie gesagt, ich gebe euch nur meinen Eindruck wieder von meinem Lamy Ratio 46 und ja, das ist eigentlich so mein einziger Kritikpunkt. Ansonsten finde ich ihn toll. Ich habe aus dem Konvolut umgerechnet ungefähr 5 € für ihn bezahlt. Für den Preis würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, den zu kaufen, wenn ihr den in meinem Konvolut seht. Ich habe heute nochmal geschaut, so ungefähr 30 € bis 40 € müsst ihr hinlegen, aber für 40 € bekommt ihr ihn dann auch schon mit Originalverpackung, mit Gebrauchsanleitung und so. Also für einen Sammler durchaus dann interessant. Und deswegen muss ich sagen, ja, ist ein schönes Stück deutsche Füllhaltergeschichte und ich kann euch eine Kaufempfehlung dafür aussprechen. Ja, wie seht ihr das? Habt ihr ein Lamy Ratio 46? Habt ihr noch ein paar ergänzende Punkte, die ich nicht angesprochen habe? Würde ich mich in den Kommentaren freuen. An der Stelle nochmal der Hinweis: Ich bekomme nichts von Lamy dafür, dass ich euch den Füllhalter heute hier vorgestellt habe. Das habe ich gemacht, damit ihr euch einen Eindruck verschaffen könnt, ob ihr euch so ein Stück besorgt und auf die Suche macht bei eBay Kleinanzeigen. Da findet ihr den. Und dann sehen wir uns das nächste Mal bei Ink Up Your Pen.